Kinder scheinbar. Adi, komm schon. Adi, Baby. Ja, auch. Adi. Wer haben wir hier? Mia? Adi, wo bist du? Das ist keine gute Idee, Mia. Wenn es das wäre, wäre es ja langweilig. Diese Echos. Was tust du da? Yeah, what are you doing? Mia, nicht auf der Wand. Paint Sei his ruhig hand und gib mir deine Hand. And now he paint my hand on the wall. This fit very tall. Oh, the professor incoming. So, the professor. Ada. Ada. Alles okay? Ja. Sicher? Sprich mit mir. Das Krankenhaus. In so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Ich habe dir ja schon von Walls erzählt. Da war was. Ja. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Ja, aber jetzt suche ich noch was, oder? Also, da kommen wir her. So ein Glibberzeug können wir nicht hier brauchen. Können wir überhaupt hier was gebrauchen? Oh, ich hasse das. Es ist ein Loot-Shooter, aber letztendlich musst du stur dem Pfad folgen. Folgen Sie dem Pfad! Sehen Sie nicht einen roten Faden? Oh, jetzt kommt die Schleichereinleitung. Wie soll ich das denn machen? Der schleicht doch gerade, der kann nicht mal gehen. Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Mhm. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Dumm ist nur, wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Solche Spiele nicht. Ich muss aber das weißt warten. Du bestimmt schon. Ja, weiß ich. Bäuerchen unterdrücken. Nicht, dass ich da voll ins Mikro... Nein, wir sind anständig. Haben wir überhaupt sowas wie eine Sicht? Okay, das ist erste Hilfe. Nee, das ist Treten. Ah! Die Versteck. Was war das jetzt? Bleib ruhig. Jetzt. Irgendwas
ist das alles zu dunkel, oder? Nur weil ich an die Dings ran wollte, ne? Ich wollte unbedingt an diese Schublade ran und da ist nichts drin. Aha, Zigaretten. Armbanduhr, seltene Wertsachen. Ah, da hätte ich durchkriechen können. Achso. Oh, ich denke schon. Was geht denn hier gerade ab, denke ich? Zeug. Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRI die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Mhm. Chemie, okay. Da müssen wir jetzt rüber. Na dann. Schwing deinen Arsch zuerst. Gesagt, dass ich mich leise bewegen muss. Also, der Typ, also? Von dem du mir erzählt hast, ja? Wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Wie kommst du jetzt auf den? Ich dachte gerade dran. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Ja. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Mauern umringt, abgeschnitten von der Außenwelt. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Die Welt ist voller Drecksäcke. Ich sag dir das. Ich sag dir das. Voller Drecksäcke. Voller Drecksäcke. Voller Dirty Socks. Hä? Package. Dirty Package. Also gut. Säcke. Könnte das wehtun? Bleib mal so stehen. Sei vorsichtig, das ist instabil. Komm schon. Okay. Oh. Das ist instabil. Ja, komm. Scheiße. Geh. Ich werde schon längst gesprungen. Das war doch Absicht, Alter. Super. Experten, sage ich nur. Ihr seid mir schon die richtigen Experten, du. Lebst du noch? Lebst du noch? Glaube ja. Bewegst dich noch. Frag doch, bewegst dich noch und nicht lebst du noch. Kannst du hochklettern? Klar, warte kurz. Beeil dich. Alter, uns läuft die Zeit davon. Ja, Profis am Werk. Danke, dass ihr mir jetzt endlich meinen freischaltet. Das wird nichts. Das wird auch nichts. So, ich schaff's nicht. Okay, was? Ich hab eine Idee. Erinnerst du dich an den Cocktail, den ich dir vorhin serviert hab? In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Genau.
Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Da drin sollte Hemmstoff sein. Oh, wenn du noch eine Dosis nimmst, kommst du wieder zu Kräften. Hey. Hallo? Oh, Spiel. Willst du mich wahnsinnig machen, oder was? Wir haben Gesellschaft. Ein Schattenjäger. Beweg dich nicht. Den schaffst du nicht. Ich weiß. Hab den Dreckskerl gesehen. Geh weg. Sei ein braves Hündchen. Geh weg. Oh, das ist besser wie du. Ich hätte ihn voll angeknurrt. Er ist weggelaufen. Ich bin ey. Versuch drumherum zu kommen. Ich bin die Hauptperson in diesem Spiel. Was soll mir also tatsächlich passieren? Seien wir doch mal ehrlich. Ich hab Stoff gefunden. Ich hab Stoff gefunden. Ich guck nicht nach. Toll, ne? Komm ich auch nicht nach. Komm nur höchstens wieder raus. Doktor uns sieht. Bitte nicht. Außerdem müsst ihr uns dann fangen. Komm schon, nicht kneifen. Heißt das wirklich, ich bin jünger als du? Oder heißt das, ich bin jünger als du? Ist ja eine Feststellung und kein Vergleich. Ne? Kleiner als.
größer sei kein Angsthase, Eddie. Gleich oder so, aber ich bin jünger, ist ja eine Feststellung. Meines Erachtens, also ich bin jünger wie du und ich bin jünger als du, oder? Ach. Festico. Was ist los? Hab den Helmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück. Ich warte noch auf dich. Oh. Jetzt gibt's Power. In Wirklichkeit sind das Steroide oder so. Die muss spritzen. Der sagt doch den Helmstoff. Steroide, ich werd voll zum Stier. Ich spür's schon in meinem Nacken. Ich hör's da schon ganz schön oft knacken. Hoffentlich tue ich nicht verkacken. Achso, ich muss da sogar wieder hoch. Nee. Da wollen wir nicht nochmal lang. Passt schon. Hallo? Hallo, wir wollen ja Hakon? Jetzt... testen? Das funktioniert. Also das mit der Leertaste... Hakon! Finde ich voll daneben. Sag ich euch, wie es ist? Warum? Was soll das? Spiel. Was spielst du jetzt mit mir? So, da kann ich eh noch. So. Okay, ich verstehe. Der Fehler lag bei mir tatsächlich. Aber dieses Umwechseln von Leertaste, ey, dass ich das nicht einstellen kann, ist aber jetzt völlig daneben. Vielleicht finden wir ja. Siehst du hier? Verstehst du, was ich meine? Okay, die Bilder. Ja, you understand? Ach, Zigaretten, vielleicht zum Tauschen gut. Ich weiß, ich muss in die andere Richtung. Die Hoffnung ist, gerade weil ich solche Wege gehe, können zwei Sachen passieren. Entweder ich bin gleich tot oder ich finde schon die ultimative Waffe für dieses Spiel. Und dann bin ich richtig gut dran. Vorteil einer Vollpfosten, die es nicht gewagt haben. Manchmal bin ich ein wenig Twist mit mir. So, ja. Are you psycho? Schnell, bald geht die Sonne auf. Du warst eine Weile weg. Wie fühlst du dich? Na, infiziert, aber bereit loszulegen. Ha, das ist gut. Tut mir leid, Junge. Was tut dir leid? Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Oh, was? Du verwandelst dich gleich. Geh ins Licht, schnell! Geh ins Licht. Lauf! Ich aber gar nicht drauf, Jungs. Ganz ehrlich, das ist doch nicht so mein Ding. Verbrenne, du Scheiße. Siehst du, ich sag doch, die sind blitzschnell, die Mistviecher. Diese Mistviecher. Hacker! That's not yours, huh? That is not yours, I know. Das war knapp. Million year old sunshine. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ja. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Zufällig.
Ich suche meine Schwester. Zufällig. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Zufällig? Weiß ich noch nicht. Seltsam. Dafür ist noch genug Zeit, wenn ich sie gefunden habe. Wenn du sie gefunden hast. Also ich habe einen sehr spezifischen Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja alles einfacher sein, weißt du? Mehr. Bitte. Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Du musst ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? Verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. So. Sie bringt mich um. Stück für Stück. Time for time. Hilfst du mir? Peace for peace. Oh, das Meer ist sehr weit weg von peace, hier. Peace. Wir sind beide infiziert und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich. Und du hilfst mir draußen zu überleben. Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Was sagst du? Wir passen aufeinander auf. Wie klingt das? Also, die Stautschere. Okay, dann mal los. Großartig. Machen wir. Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was dein Ziel angeht. Die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Ich hole das Zeug, das wir für den Weg brauchen. Ich muss unsere Chancen abwägen. Bis dahin, sieh dich um. Lass dich gehen. Komm schon. Ich zeig dir was. Zeig mir was. Also, zu der Grafik können wir nichts sagen. Wirklich nicht. Das ist alles schon pipi. Das ist richtig, es ist ein Stückchen nicer wie, wie der erste Teil. Gibt bestimmt Teile, Grafiken, die nicht verbessert wurden, aber die Bäume, die Blätter, die Vögel, die Sonne, der Horizont, die Wolken, der Himmel, das sind schon Dinger, also das ist schon stark verbessert. Viel mehr Gras, was natürlich leider auch die Framezahl runterjagt. Bin auf 49, 54, was soll ich machen? Das ist tatsächlich so, obwohl ich eine gute Grafikkarte habe, bis jetzt einer der teuersten. Was Spielegrafikkarten angeht, einer der teuersten. Ich habe es noch günstig geschossen zu einer Zeit. Mittlerweile ist sogar mein Gebrauchwert höher als mein Neukaufwert, aber ist auch wurscht. Noch. Ich nutze das ja nicht aus. Was mich stört, dass diese Karten nicht so wirklich unterstützt. Sie haben viel Speicher und der Speicher scheint nur dafür da zu sein, dass du mal 8K spielen kannst. Aber wieso sollte ich die Idee haben wollen, mit der Karte 8K zu spielen, wenn ich schon bei 4K noch nicht mal ordentlich reinhaut? Ja? Keine stabilen 60 Frames, was ich eigentlich erwarte von so einer Karte. Also wirklich. Und ich habe viel Speicher, Arbeitsspeicher, guten Arbeitsspeicher, und jetzt meine ich nicht den Grafikkarten-Arbeitsspeicher. Ich habe SSD-Platten gute und MV2 und so. Also das leuchtet mir nicht so ein, Leute. Und in die Ära der 4000er-Karten möchte ich noch nicht. Es ist mir zu früh, dafür war auch diese Karte hier viel zu teuer. So. Was ist los? Reden wir. Hier, das wirst du brauchen. Sieh dich in der Stadt um, Old Villador. Viel Interessantes, das du dir ansehen solltest. Hatte ich nicht gerade eigentlich Pause gemacht? Man, live weiter. Written to be for the Scheiß. Kann ich damit auch nicht umsetzen? Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Wo muss ich hin? Zum Kirchturm?
Siehst du die Kirche? Da haben uns die Heuler verfolgt. Sie ist der Mittelpunkt dieses Stadtteils. Aha. Da findest du Tafeln mit Leuten, die in der Stadt vermisst werden. Eine zum Beispiel in der Nähe der Kirche. Vielleicht findest du dort was über deine Schwester raus. Und wenn nicht, dann genieß es halt einfach. Die Welt ist ja eh schon am Arsch, hm? Schlimmer kann's nicht werden. Ich melde mich, wenn ich alles im Griff habe. Was verheimlichst du uns? Lass mich nicht auf diese Weise sterben! Das ist doch nicht wahr, sowas, ey. Was macht ihr? Was habt ihr hier gemacht? Ja, ihr versucht ein gutes Kampfsystem zu machen und dann kommt da so eine Scheiße bei raus. Ah, ich hab's verstanden. Gut, das Prinzip ist recht simpel. Aua, das hat wehgetan. Verstehe. Mann, ich bin so lustig. Hallo. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Okay, weiter sagst du nichts. Und da unten sind zwei Zombies, die naschen gerade. Hey, verschwinde! Toll, oder? Nee. Nee. Hoch mit dir. Ich kannte dieses alte Paar. Carl und Ellie. Sie lebten über dem Antiquitätenladen auf der Horseshoe. Sie waren etwa 80 Jahre alt, aber sie liebten sich noch immer. Ich frage mich, was aus ihnen wurde. Pilger, wie hält sich New Paris? Ich habe dort einen Cousin. Denk dran, Pilger. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Ich muss da hoch. Okay. Ich hab ne Schiss. Ach, da! Ich verstehe. Ich verstehe. Woher das plötzlich weiß, was er tun muss? Woher weiß er das plötzlich? Ich muss da das Kabel da verbinden. Und den Stecker da reinstecken. Bin voll der Elektrotechniker, Meister. Ist schon klar. Hab ich jetzt eine neue Siedlung erschaffen? Nur ein Stützpunkt? Wieso erinnert mich das an Far Cry oder irgend sowas ähnliches?